kleinen Buchenites jetzt schon mal auf Halloween einzustimmen, gibt es am Mittag eine kleine von der Polizei geführte Parade durchs Dorf. Mal gucken, was hier so vorbeigeht. Die haben das hier so organisiert, dass der Gemeinderat hat sich entlang der Strecke aufgestellt mit einem großen Eimer Süßigkeiten. Die Familien, die werden nur einzeln in die Parade geschickt, immer schön mit Abstand. Ihr wisst ja, Corona und so. Und dann kriegen die Kinder unterwegs die Tüten vollgestopft. So, bevor ich mich jetzt gleich aufs Raclette stürze, gehen wir noch fix eine Runde durchs Dorf und schauen uns mal die Halloween-Dekorationen an. Ihr habt ja mitbekommen, bei der Parade heute Mittag, Social Distancing. Es gibt auch ein Rundschreiben der Gemeinde, dass man heute Abend, wenn die Kinder rundkommen, die Tür nicht aufmachen soll, sondern halt die Süßigkeiten einzeln abgepackt vor die Tür stellt, damit sie sich die rausholen. Ganz Gruseliges für viele der erzkonservativen Amerikaner. Sowas gehört auch vors Haus, finde ich. Halloween habe ich ja auch erst so richtig lieben gelernt, seit ich hier in den USA bin. Und gerade hier so ein Dorf-Halloween gefällt mir wirklich richtig gut. Früher. Naja, damals, als die Kinder noch kleiner waren, bin ich dann halt abends immer losgezogen. Ich habe immer die vollen Tüten dann geschleppt und wir haben echt kein Haus ausgelassen. Mittlerweile gehen die alleine, wollen mich nicht mehr dabei haben. Aber so können wir in Ruhe ein bisschen durchs Dörfchen wandern und mal gucken, wie die Häuser so geschmückt sind. Häuser dekorieren ist auch eine ziemlich wichtige Sache, oder man setzt damit ein klares Signal an die schokoladensüchtigen kleinen Leute. Das heißt, wenn man das Spiel Halloween mitmacht, dekoriert man sein Haus, hängt ein paar Lichter auf, stellt einen Kürbis hin und dann kommen die auch Trick-or-Treaten. Wenn man nichts dekoriert, kommt auch keiner und man hat seine Ruhe. Ganz wichtig, mussten wir auch erst lernen. Thank you.
Kinderverkehr ist im Moment noch etwas verhalten. Gut, ist noch nicht so richtig dunkel, aber das ist bestimmt auch der pandemischen Situation geschuldet. Aber ein paar nett dekorierte Häuser haben wir ja schon gesehen. Da kommt bestimmt noch mehr. Ich werde euch auch noch unten in der Box einen Blogartikel verlinken. Ja, ich weiß, tut mir leid, ihr müsst lesen. Aber der ist meiner Meinung nach ziemlich lesenswert. Es geht nämlich um das Thema Halloween. Und ich habe den in den letzten 10 Jahren schon so oft geteilt. Der ist einfach toll beschrieben. Das ist ein Amerikaner, der nach Deutschland verheiratet ist und hat dann da mal für die Deutschen beschrieben, was Halloween ist, wo es herkommt und was es bedeutet. Und er schreibt halt, dass es genau 2 Gründe für ihn gibt, dass Halloween das wunderbarste Fest überhaupt in Amerika ist. Zum einen, es ist nur und ausschließlich für die Kinder, für sonst niemanden. Und es hat weder was mit Kirche zu tun und Religion noch mit Politik. Aber lest euch den mal durch. Nehmt euch die 10 Minuten, das ist ein toller Artikel. Feuerwehr und auch unsere kleine süße Dorfpolizei, die patrouillieren natürlich auch, oder was heißt natürlich, die patrouillieren halt die ganze Nacht durchs Dorf, damit die Kleinen, die da rumlaufen, safe sind. Und natürlich um auch zu checken, ob keine unter 21-Jährigen Bier trinken. Ich mache mich hier bestimmt auch voll verdächtig, alleine durchs Dorf. Ohne Kinder, keine Süßigkeiten einsammeln und richte ständig so ein Ding auf die Häuser hier. Mal sehen, wann sie mich wegfangen. Sachen, die mir auffallen. Jetzt bin ich genau die Strecke gelaufen, die ich früher mit meinen Kindern gemacht habe. Bis hier hoch in den Valerie Court, da war immer eine gute Gegend für viel Süßigkeiten und Full-Size Chocolate Bars. Aber ich habe jetzt nur einen Bruchteil der Zeit gebraucht, um die gleiche Strecke abzulaufen. Naja, wundert auch nicht wirklich. Die zweite Sache, die mir auffällt, es sind leider wirklich deutlich weniger Häuser dekoriert dieses Jahr als in den Jahren zuvor. Und es ist scheiße kalt. Ich muss zu meinem wärmenden Raclette-Ofen. Thank you.
das war's dann. Dorfleben USA, Halloween 2020. Eine Parade, Halloween itself und ihr konntet mir gerade beim Abbauen meines Dekorationsgelumpe zugucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bleibt gesund, bleibt mir treu und ein nachträgliches Happy Halloween an alle.